Hallo, meine lieben Zuschauerlein. Einen fröhlichen 21. Dezember wünsche ich euch. Ah, halt, was ich heute geschenkt bekommen habe. Moment. Heute habe ich Dinger bekommen für... Die ist schon offen, das ist jetzt echt blöd. Solche Dinger für Schlüssel, ihr wisst schon. Ich habe immer gequengelt, dass ich den Schlüssel, den ich für die Haustür brauche, der ähnelt stark unserem Hoftürschlüssel. Und im Dunkeln nachts immer schnell rein will, pinkeln muss, dann finde ich nie den richtigen Schlüssel. Und jetzt habe ich endlich so ein Ding. Und dann gab es so eine fette Tafel Schokolade dazu, Rittersport-Joghurt. Meine und ihre Lieblingsschokolade. Und deswegen, ja, das gab's heute. Heimburg, ich kann die Sachen nicht vorstellen, die Schweinischen. Das ist schweinig. Ein Mann muss auch seine Geheimnisse haben, wie ein blauer Ozean, ein Tiefer mit so einer Kette bei Titanic. Du weißt schon, das Herz einer angeschossenen Frau, die ins Herz getroffen wurde, ist ähnlich dessen eines angeschossenen Hirsches. Was? Mein heutiges Thema ist meine Schnecke, meine Freundin. Ich wollte euch jetzt etwas über sie erzählen. Also, ich war früher mit ihr in einer Klasse, in der Schule, auf der ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und da war sie im ersten Ausbildungsjahr dabei. Da habe ich mich echt hart in sie verguckt. Aber da war ich noch viel zu klein und zu klein. Da war ich noch viel zu ängstlich. Und da habe ich mich einfach nicht getraut, sie zu fragen. Also, wir haben echt viel zusammen gemacht. Wir waren so ein bisschen wie das Pärchen in der Klasse. Wir passen halt voll gut zusammen, alle haben auch immer gemeint, die Nina und der Jan und so, aber es war halt leider nicht so. Wir waren halt wirklich echt ganz dicke zusammen, aber wir waren nicht zusammen. Und dann verging die Zeit in der Schule und sie ist dann gegangen und hat lieber eine Kindergärtnerkarriere gemacht. Und der ist jetzt voll aufgeblüht, also hin und her, und ich dachte mir, naja. Und dann sind 6 Jahre vergangen, 6,5 Jahre, in denen wir uns gar nicht mehr gesehen haben. Einmal kurz zum Klassentreffen, aber sonst gar nicht, und ich habe immer wieder an sie denken müssen. Es war dann schon hart, weil ich sie halt nicht hatte. Ne? Ich wollte sie nach wie vor über die ganze Zeit und konnte sie aber nicht haben. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe sie dann Anfang dieses Jahres, aufgrund anderer Entscheidungen, habe ich sie dann wieder, dachte ich mir, so, jetzt, ich muss es jetzt versuchen. Ich muss sie jetzt anschreiben. Und dann habe ich da angeschrieben, habe Kontakt mit ihr aufgenommen, erst über Wer kennt wen, dann wurde das aber gelöscht. Dann hatten wir aber auch schon Handynummern ausgetauscht, haben hin und her geschrieben, haben uns ein paar Mal getroffen. Ja, das war dann so das Typische, wie auch die Amis immer sagen, wenn man seinen Crush, den man hat, den Crush, ihr wisst schon, ne, wo man voll verknallt ist, aber derjenige das halt irgendwie nicht, vielleicht nicht weiß, aber man traut halt sich einfach nicht zu sagen. Ich hab's ziemlich schnell, nach dem dritten Date habe ich dann gesagt, ich will mehr, los. Da war sie sich aber noch gar nicht sicher, weil ich gerade recht frisch aus einer eklig langen Beziehung gekommen bin, und dann weiß man, ne, und dann weiß man ja auch nie, wie das so ein Hin und Her. Sowas kann ja auch dann in die Hose gehen. Ich hätte ja auch verwirrt sein können, ich hätte ja auch hingefallen sein können. Aber naja, dann hat sie erstmal praktisch Nein gesagt, und das war natürlich ultra schrecklich für mich. Bin ich heimgefahren, aber gerade noch während ich heimgefahren, also ich kam gerade zu Hause an, und dann hat sie mir gesagt, sie kommt vorbei, wir müssen da doch nochmal drüber schwätzen. Und ungefähr ein halbes Jahr später, ja, das war sehr, sehr altmodisch, unsere Findung, hat sie mir das Ja-Wort gegeben. Ne, Quatsch, sind wir dann zusammengekommen. Ja, und es ist echt krass, also man hat über diese Zeit halt sofort gemerkt, wir waren schon direkt nach diesen 6,5 Jahren, wir sehen uns das erste Mal einfach zum normalen Treffen, und es war sofort wieder so wie früher. Wir waren ganz, jetzt nicht innig unbedingt, aber ihr habt es ja schon mitbekommen in den Videos, ne, wir sind uns sehr ähnlich, wir lachen sehr viel, haben den gleichen Humor, haben die gleichen Gedanken oft, schließen das Gleiche aus diversen Situationen, und das ist echt, das ist cool. Und wir sind wirklich, also sie ist halt meine Traumfrau. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr glücklich, dass ich sie jetzt habe. Ich glaube, wir sind jetzt seit 4 Monaten zusammen. Aber am Anfang war es schon hart, diese Findung, bis wir zusammengekommen sind. Weil es immer so ein Hin und Her war, ist es wirklich... Es kam einem so komisch vor, also uns beiden, weil wir halt so perfekt zusammengepasst haben, direkt von Anfang an, dass man sich gedacht hat, das ist irgendwas, keine Ahnung, was möglicherweise schnell nachlässt oder so, oder was man halt nicht erklären kann und was dann kacke wird. Und natürlich war bei mir diese Bedenken nur ganz kurz. Ich wollte sie einfach durchgehen, sofort. Und sie wusste halt aber nicht so genau, sie war auch sehr, sehr lange Single davor, und deswegen hat sie sich ja schon an Single-Dasein gewöhnt, ne, und das war echt eine schwierige Zeit, weil ich sie unbedingt wollte und das alles so lange gedauert hat und hin und her und bla bla bla, aber ja, wir sind zusammengekommen und sind zusammen, und sie auch gerade drüben und spielt, und wir konnten unser Glück beide dann, als es dann soweit war und wir gesagt haben, wir sind jetzt zusammen, gar nicht so richtig fassen dann irgendwie, ne, weil wir ja schon so perfekt zusammenpassen. Das ist echt crank, das ist echt ultra crank. Heirat, Kinder und so, zusammen in einem Bett gleichzeitig sterben, während ein Auto auf uns fällt. Ist alles schon eingeplant. Ja, okay. Sehr mal nicht übertreiben, meine Herren. Hier sind jetzt ein paar Bilder von uns. Sind es insgesamt nur 3, dass ihr einfach kurz seht, wie sie aussieht, wie ich aussehe, wisst ihr ja. Die Bilder sind natürlich vor allem, dass ihr sie seht. Und unsere Liebe und so. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen verrate ich nicht zu viel, was in Zukunft noch folgt mit ihr. Oder auch ohne sich, man weiß es nicht. Na, eher mit ihr. Okay, ja, also vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich schon den Deckel auf dem Topf habe. Wie sagt man, hat seinen Topf gefunden zu seinem Deckel. Ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Okay, ich liebe dich, mein Schnutzel. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.